Vergangene Nacht, noch kurz vor 12, Betrieb auf den Straßen von Saarbrücken. Vor allem viele junge Leute machen Party. Um 12 aber ist Schluss, es gilt die Ausgangssperre. Die Polizei hat Mühe, die Runde aufzulösen. Angela Merkel wirbt heute noch einmal für diesen Schritt und das Infektionsschutzgesetz. Die Hilferufe der Intensivmediziner dürfe niemand überhören. Alle sollen mitmachen, auch damit es für alle besser wird. Es dient dem Ziel, so schnell wie möglich wieder in eine Situation zu kommen, in der wir uns Lockerungen zutrauen können, ohne sofort wieder das Risiko sprunghaft steigender Infektionszahlen einzugehen. Am Montag wird sich die Bundeskanzlerin wieder mit den Länderchefs zusammenschließen. Es geht ums Impfen, um die Frage, welche Rechte der Geimpfte zurückbekommt. Das sagt die Justizministerin. Wenn feststeht, dass eine Impfung nicht nur vor einer Krankheit schützt, sondern auch die weitere Übertragung des Virus verhindern kann, muss das bei den Maßnahmen berücksichtigt werden. Das ist kein Privileg für Geimpfte, sondern ein Gebot der Verfassung. So könnten etwa Geimpfte beim Zugang zu Ladengeschäften und bei Dienstleistungen so behandelt werden wie Getestete. Auch bei Einreisen müssen sie nicht in Quarantäne. Zustimmung kommt aus den Ländern. Geimpfte und Genesene müssen gleichgestellt sein den Getesteten. Über diese Eckpunkte beugt sich die Runde am Montag. Offen ist dabei, welche Ausnahmen es bei den geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen geben soll.